Hallo und herzlich willkommen zum Football Manager 2019. Es ist alles angesetzt. Wir spielen gegen den Halleschen FC. Beim letzten Mal ein Testspielsieg in Chemnitz und jetzt mit viel Rotation ins erste Heimspiel 2019. Wir wollen natürlich gewinnen. Wir haben eine ungewöhnliche Aufstellung gewählt. Man könnte sogar sehr detaillierte Anweisungen geben, das habe ich gar nicht gewusst. Warum habe ich nochmal Alpha auf die 6 gesetzt? Ach, ist gar nicht auf der 6. Okay. Sondern nur so weit hinten, weil er verteidigen als Duty hat. Let's go. Der Musik schon wieder, der Livestream hier vom No Copyright Sound, können wir jetzt mal vor, als ob es dasselbe ist. Ich spiele gegen Dreierkette, das wird mal eine Bewährungsprobe, selten in der dritten Liga. Aber auch das werden wir schaffen. Und schade. Da war die erste große Chance dahin. Und auf der Linie schade. Und nächste gute Chance. Vitteritti übers Tor. Heute meine offensive Reihe mit Vitteritti und Marcello, den beiden starken Spielern, die aber noch kein Tor geschossen haben. Was sich ändern sollte. Ganz anders und ich sehe, wie schlecht die hier sind. Schöne weite Flanke. Ja, Susi darf heute mal spielen, der war ja krank gewesen letzte Woche in Rostock. Heute mal direkt als Stürmer. Wenn man zu leichter Konter, würde ich jetzt mal so sagen wollen. Das war mir zu einfach. Wer sieht, ist nächste Woche gesperrt. Fünfte gelbe Karte. Ja, war keine Pokal dabei. Ich habe heute mal wieder sehr viel rotiert. Ich hoffe, das ist nicht der Grund, warum es hier nicht so gut läuft. Super langer Ball, musste querlegen. Warum liegt er nicht in die Mitte? Hier, so einfaches Spiel. Torwart auf Vitteritti, Vitteritti weit vor. Der lange Diagonale. Und jetzt muss er in die Mitte spielen. Natürlich eher. Also, als er dann im Abschluss war, war die Chance vorbeizuspielen.
One-Touch. Schon drei gelbe Karten. Zu wenig bisher. Feinde Sturm. Katastrophal. Halper muss raus. Ich überlege, ob ich jetzt auf das eigentliche Heimsystem mit einem Stürmer wechsle, aber da muss ich zu oft, glaube ich, tauschen. Obwohl wir Dritti, also den kann ich auf rechts nehmen. Marcel wird zurück auf die 6. Das war die Kontertaktik. Das war das. Das war das System, mit dem wir in der Innenrunde zu Hause sehr gut performt haben. Ich muss zweimal tauschen. Hat er denn mögliche Knieverletzung? Das ist natürlich schlecht. Bitte Ritti im zentralen Mittelfeld, wie sieht's aus? Kriegen wir das hin? Mehr oder weniger. Wenn wir noch über den Flügel kommen, da wechsle ich erstmal nur einmal. Sickert auf die 6. Weiter. Damit habe ich mich jetzt auch meiner Standardstärke beraubt. Wie bitte? Was? Warum gibt es jetzt Elfmeter? Hier ist der Nese. Gucken wir mal auf ihn. Also ich verstehe es nicht. Was ist denn das? Was ist der Nese? Da weiß man nicht mal in der Luft, faul zu den Gegner. Bist du besoffen? Einfach nur bekloppt. Maric hält ihn. Himmels Willen. Und die nächste Verletzung. Muskelfaserriss an der Oberschenkelrückseite. Dann macht Rangel auf gleich Feierabend. Das Spiel macht richtig Spaß. Zweite Verletzte. Für Rangelow und weiter geht's. Jetzt will er sich weiterspielen, auch wenn der mal mehr vor sich hin stolpert.
bringt was. Na, ist dann jedes weiter nervös. Wird doch wie jeder gelb gefühlt. Noch einer. Und der nächste verletzt sich. Flip aus. Haben wir echt fast alle gelb? Drei Verletzte? Was habe ich heute Schlimmes getan? Wechseln wieder zurück. Ja. Egal wie ich hier umtausche, hat jeder gelb schon gefühlt. Hier betritt die mit dem Sturm. Anziger, tut mir leid. Ich muss da bleiben. Ich will was sehen. Ich habe doch also die schon ausgewechselt, Freunde. Ich will hier nicht alles doppelt und dreifach machen. Drei Verletzte. Ich muss jetzt mal kurz was Schuss verlieren, dann hat sich der Tag richtig gelohnt. Na, das hat noch gefehlt heute. Drei Verletzte und eine rote Karte. So. Ganz stark, liebes Team. Spielt offensiv weiter. Eine ganz defensive Verhalten, nichts, wenn einer fehlt. In meiner Laune. Komm, Mama hat noch kein Gelb, genau. Und den hat niemand gelb. Niemand. Bei mir jeder. Ja, Gegner kommt mit der Ermahnung davon. Das ist ein Witz. Oh, Mamba, du machst ihn nicht rein. Man muss ja dich sagen, erstens stark gespielt. Aber wie er den hält, ist natürlich sensationell. Zumindest sieht sensationell aus. Mit Halfa und der Susi verliere ich wirklich zwei wichtige Leute. Rangelopp ist nicht so schlimm. Machen nochmal gut dann. Na, ist soweit. Guck mal, Tuvila hat ja auch noch kein Gelb. Maric kann man sagen, ist normal, aber letztes Mal hat er auch Sparic gelb gesehen in Rostock. Soweit. Sieht meine Stürmer fächern aber nochmal gut auf.
jemand nimmt sich Zeit, warum? Schießt in die Mauer, na perfekt. Das war's. Richtiges Scheißspiel. 0-0, drei Verletzte. Zu Hause nicht gewonnen. Nichts bisher anzumerken. Ja, das war mies. Das wird die Konkurrenz bestimmt auch zu nutzen wissen. Ist egal. Fällst aus 2 bis 3 Wochen. 5 bis 6 Tage, das ist okay. 1 bis 2 Tage, na, da haben wir nochmal Glück gehabt. Kannst du als ungerecht empfinden, ist mir egal. Ein bisschen zurückhalten, da können wir schon spielen, ja. Wesen haben wir den Elfmeter gehalten. Das war heute keine Leistung. Weil du sonst aber gut bist, kriegst du jetzt mal nie so viel. Keine Strafe, keine große Strafe. So, Sané sagt, du glaubst, dass der Elfmeter nicht zum Gegentor geführt hat. Die Wechsler waren auch nicht gut. Guck mal, holen wir den 50. Punkt. Natürlich gern Herrn Rangelow. Also Bialit und Vitteritti werden jetzt beide fehlen. Im nächsten Spiel Halfa. Rangelow sowieso, Halfa wahrscheinlich auch. Vielleicht auch noch mal Susi gucken. Wir haben also einigermaßen gerupft nach Unterhaching. Ja, weiß nicht, noch Hinspiel 3:2, jetzt wollen wir Tim Kruse nach aus der Distanz. Der kommt hier, herzlich willkommen. Maric war gut gewesen. Dann aber auch mal wichtig, dass man so ein Spiel trotzdem noch was mitnimmt und nicht ganz verliert. Zweites Spiel gegen den dritten. Sehr schön, dann kann ich das Training noch ein bisschen pimpen. Setze ich mich doch mal zumindest auf die Tribüne. Ich gucke mir das Spiel eh nicht an, aber bin ich zumindest da. Komme ich da jetzt wieder raus? Ok.
gegen Halle ist uns in beiden Spielen noch kein Tor gelungen, wir haben nur einen Punkt geholt. Mangelt es denn jetzt noch bei Taktik hoch? Das ist aber nicht sein Gebiet. Und beim Fitnessstab. Eigentlich an vielen Stellen, muss man sagen. Weiter. Mal frohe neue Trainer zu uns kommen, die uns verstärken. Braunschweig hat gewonnen, übernimmt die Tabellenspitze. Damit haben wir aber immer einen Punkt gut gemacht zu Kaiserslautern. Wie die mal verzweifelt herausstellen, warum ich da war. Aber auch kein so eingucken können. Die halbe Welt. Den Krach geht gleich vorbei.
Löwen sind dran geblieben, weil sie gewonnen haben. Immer noch 15 Spieltage. Wenn du krank bist, gehst du mal nach Hause, bevor du ihn irgendwie ansteckst. Trainingsplan wieder mal einbauen, dass wir für den Standard verteidigen. Kommen wir in letzter Zeit zu kurz. Also auch offensive Standards mit einpflegen. Alle haben wirklich richtig schlecht gespielt. Kann man nicht anders sagen. Jetzt gucke ich mir gleich mal den Scout-Bericht an. Ja, schon jetzt im Hinspiel gesehen. Die meisten Teams haben wir uns irgendwie schon mal angeguckt. Kapitän geht von Bord, Marc Stein verlässt uns. Rückt nach China. Müssen wir wahrscheinlich einen neuen Kapitän bestimmen. Dennoch ist es natürlich gut, wenn er geht. Ich habe ihn nicht gebraucht. Davon
ich noch mal einen guten schön was für die Rente. War bei mir auch nicht so schlecht. Ich habe halt keine weitere Verwendung für ihn. Zum Kapitän machen, dann brauche ich aber zur neuen Saison wieder 9. Vertreter. Ja, wie er sieht, wenn er sich zutraut, why not. Ich motiviere ihn das auch nochmal länger, nachdem er einen Vertrag neu unterschrieben hat. Wie er sieht, natürlich hier, hätte ich mal hier gucken sollen. Aber Angloff hat er einfach keine Führungsqualität. Das ist Blödsinn, hier mit die Kapitänsbinde zu geben. Stein muss in China auch gut gehen, bin ich überzeugt. Haben wir doch schon gemacht. Ich mache nebenbei gerade noch was, wie ihr merkt, tut mir leid. Meine Freundin würde sagen, tut ihr gar nicht leid.
Braunschweig immer noch im Pokal vertreten. Wenn ich zu lange brauche, um das Spiel zu erreichen, machen wir das jetzt gegen Haching noch. Den wollen wir wohl auch kaufen. Den würde ich jetzt nicht abgeben wollen. Kriege ich jetzt keinen Ersatz mehr. Kann sich melden. Kommt er angeheult. Nicht vor, sie zu verkaufen. Ja, mal, ja, mal, heul, heul, wie ich immer sage. Mutti, der lässt mich nicht wechseln. Böser, böser Herr Davy. Deine Unverfrorenheit. Ja, das wird auch dann wohl locker gewinnen. Heimspiel gegen die Vorletzte. Locker mit 4-0. Dankeschön. Die ein bisschen mehr Engagement bitte. Nach langer Zeit gehen wir mal wieder in ein Spiel, ohne Spitzenreiter zu sein. Wir haben auch zu Hause schon einige Spiele nicht mehr gewonnen, wenn man überlegt, am Stück. Wir haben Braunschweig verloren. Lautern nur unentschieden. Alle nur unentschieden.
hat er für einen Schlendrian wieder rausbekommen. Das gegen Halle war wirklich keine gute Leistung. Wir haben in Unterzahl den Punkt nach Hause genommen, drei Verletzten. Ist okay. Halle hat auch einen Elfmeter verschossen, der sehr dumm zustande gekommen ist. Und ist erstmal egal. Wäre wieder nach einem Standard gewesen. Irgendwas war darstellungsbedingt, weil das da wirklich sehr dumm und vor allen Dingen unnötig und mutwillig von Stanese aus, dort dieses Foul zu ziehen. Völlig unbegreiflich, wie man das gemacht hat. Das ist bewusst vereinsschädigendes Verhalten, könnte man sagen. Ich will jetzt nicht gleich aus dem Verein werfen und verklagen. Aber steht kurz davor. Sage ich jetzt mal ohne drohen klingen zu wollen. Erstmal gucken, wen ich jetzt überhaupt aufstellen kann. Also, hat er mich gesperrt oder verletzt? Wo so spielen wie in Rostock habe ich wenig Bedenken, also spielen wir gegen alle. Wenn ich graue Haare bekomme. Alpha kann spielen. Also, ich muss mal gucken. Dann sieht man schon mal. Das war schon erstmal draus. Also sie ist ja auch nicht ganz fit. Spielt beide Leihspieler. Dann sind die Wante Parker. Alpha ist fit, dann lasse ich ihn spielen. David wieder in die Mitte. Bark und Matubila verteidigen heute. Starze von Holzhaus. Holzhaus jammert ja rum, der geht auf die Bank. Unterstützt Holzhaus. Kann die Revolutionsführer hängen. Einfach hin. Stanese auf die Bank, Holters auf die Bank, Zickert auf die Bank. Wenn Zickert drauf, kann Holters raus. Habe ich noch Stürmer für die Bank. Cello kann den Platz nehmen. In der Runde waren wir stark, als ich die Teams habe durchspielen lassen. Jetzt fange ich ja schon wieder an, hier zu rotieren wie ein Irrer. Das muss ja nicht sein. Kowski
die vielleicht höher rangelauf. Dann passt das soweit. Halt 6 Leihspielleute im Kader. In der Startelf. Jetzt die Zeitfolge eigentlich um. 48 Minuten, aber wir machen trotzdem weiter. Machen wir mal ein bisschen länger heute. What of it? Sieht die Offensivabteilung mit guten Durchschnittsnoten in letzter Zeit, die Defensivabteilung. Grenzwertig. Wieder trägt die Binde heute, na gut. Hier hat mein Sportkommentator zu einem Frauen-Fußballspiel gesagt, seiner Spielerin, seit sie die Binde trägt, läuft's. War noch falsch verstehen. Konzentrierte Abwehrleistung. Let's go. So, außer Susi heute alle Leihspieler in der Startelf. Glaube ich eigentlich, wie viele Spieler ich geliehen habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zur Winterpause. Unter Susi als 7 dann noch auf der Bank. Der Kader war ja vorher schon nie gerade klein. Mit solchen Wellen, wenn die geschlagen, dann kriege ich natürlich ganz schlechte Laune. Ohne Not in die Füße des Gegners. Ja, Maric hat ein starkes Spiel gemacht und 11 Meter gehalten. Ich muss ihn nicht bestrafen, ich muss ihn rausnehmen. Sanese wird bestraft für die schlechte Leistung. Starzef wird nicht bestraft. Weil es war ein Aussetzer bei ihm nach langen vielen guten Leistungen. Glanzparade von Maric. Wäre nicht besser, was das Spiel betrifft. Oh, schön, noch Abschluss rausgeholt. Das kann übrigens mittlerweile flache, lange Einwürfe. Ich könnte vielleicht mal probieren. Oh. Gerade bei Thaler Abwehrfehler. Die Abwehr schläft von Unterhaching und dann gehe ich aus dem Nichts in Führung. Gucken wir uns nochmal an. Unglaublich eigentlich. Kommt die Flanke. Keiner geht hin. Und lassen sie einfach schießen. Das war ja wirklich ein Geschenk auf dem Silbertablett. Kerzen mal noch an. Eigentlich unglaublich. Nehme ich natürlich mit. Oh nein. Meine Abwehr möchte jetzt aber mal mehr sehen, das kann ja nicht wahr sein. Das ist wirklich schlecht. Mit schlecht eigentlich noch viel zu gut umschrieben. Wir haben schon viele glückliche Auswärtssiege eingefahren. Ich komme immer häufiger zum Abschluss, während wir ihn glücklich führen.
will ich jetzt noch Kontern umstellen. Ist ja auch so einer wie Halper, den könnte ich mir auch gut im Kader vorstellen, Sascha Bigalke. Hier von unserem Tor haben wir wirklich noch gar nichts gezeigt. Standschüsse natürlich, aber das ist ja nichts. Und die Gegner hat sich jetzt auch auf uns eingestellt, als Aufsteiger in der Rückrunde. Brechen viele ein. Liegt an uns, dass das nicht passiert. Liegt an mir. Wir haben Karten schon wieder heute einige. War stark von Halper. Gucken wir uns nochmal an, das sah wirklich aus. Mamba schießt, wird abgeblockt. Klaus steht einmal abgeblockt und Mamba fällt irgendwie um. Muss nochmal in den Rücken geschossen. Und dann gibt's Eck. So langsam werden wir mal wieder besser. Aber auch nicht richtig dran am Mann. Mir trifft der Stefan ein bisher nichts. Schade. Der war Anfang Haching im stärkere Team, war es jetzt ungefähr ausgeglichen. Gibt 11 Meter. Das ist wieder so ein Lachhafter wie gegen Stanese. Immer Welsmüller hat gefault. Das ist er hier. Dann gucken wir mal, was er macht. Er stellt ein Bein. Der Ball kommt gar nicht zu ihm. Was ist denn das wieder für ein dummer Elfmeter? Also, ich meine, ich kriege Elfmeter, ist schön. Aber. Ich glaube, schon ausreichend gerechtigt. Wir verschießen auch. Der Halver trifft. Wieder dumme Meter von Stanese vorhin. Ich weiß nicht, was der Manager mir sagen will. Sehr schön. Das sind einfach dumme Geschenke. Also Haching, tut mir fast leid. Folge wird ordentlich Überlänge haben. Ja, was wir gut gemacht haben, bin ich noch nicht überzeugt. Ich fange jetzt mal nicht an zu kontern, ich will jetzt nicht den Punkt wieder abwürgen. Wechsel nämlich auch keine vor.
Wieder so ein langer Ball, der durchkommt. Starke Block von Bug. Super mitgemacht. Ist der denn so schnell, der Hein, oder warum klappt das denn nicht mit der Abseitsfalle? Es geht. Jetzt haben wir ihn wach gemacht. Sehr schön, ihr Trottel. Noch eine Ecke. Ja, jetzt bricht über mich herein. Ausgleich. Hört die zwei Tore Führung weg. Hätte ich in der Halbzeit nichts gemacht. Nicht appelliert, dass man sich aufpassen sollte oder so. Wir liegen in Rückstand. Drei Tore nach Viertelstunde. Perfekt. 2-0 weggeschenkt. Standard. Kann doch anders sein. Jetzt liegen wir hier hinten. Salze sage ich noch, und da habe ich, tut mir leid. Meine Leute, tut mir nicht leid, das ist einfach Dummheit. Kowski kommt mal für Klaus. Vielleicht schafft es der junge Spieler ein bisschen Akzente zu setzen. Naja, das wird nichts. Machen wir die extra noch in die Mitte, um den wegzuschenken, den Schuss. Halleluja. David nehme ich jetzt raus. Bin mir ganz fit, gelb verwarnt. Und das heißt, so könnte ich spielen, ohne Wechsel vornehmen zu müssen. Wechsel trotzdem, Tim Kruse geht auf die 6. Netter Systemwechsel.
die Szene nichts bringen, dann stürmen wir jetzt, werfen wir jetzt alles nach vorne. Solange Bälle sind theoretisch anfällig jetzt. Memo an mich selbst, ich werde nie wieder sagen, dass mir ein Gegner leid tut. Was dann passiert, haben wir ja gesehen. Einbruch in der Viertelstunde. Das war was für einer. Sie kamen wie gerade schon, aber... So, Zeit für den letzten Wechsel. Die Mama müsste ich eigentlich rausnehmen von der Leistung her. Starts aber auch schon wieder richtig schlecht, den nehme ich jetzt raus. Alpha setze ich nach vorne. Welchen Punkt retten können. Das sollte ich nicht. Oi, Kiprit. Da war die große Chance jetzt dahin. Spielt jetzt zu Ende. Vielleicht ist das wieder der Dämpfer zur richtigen Zeit. Wer weiß das. Zeit, dass wir diese beiden schlechten Spiele jetzt abhaken. Vor allem, das ist für die Moral natürlich richtig mies, hier eine 2-0-Führung zu verschenken. Wir haben nicht einfach 3-2 verloren, sondern wir haben 2-0-Führung weggeschenkt. Der Mama braucht einfach zu lange. Da drin. Klappe zu, Affe tot. Beim Angriff abzuwerfen auch ganz gut. Das war's. Konsequenzen ziehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und tschüss.